Finally! Herzlich willkommen zum First Look Live mit Bulletstorm. Ich habe schon länger zu Hause liegen und ich muss sagen, ich hatte schon länger Lust, oder? Eigentlich ohne Schimpfworte spielen. Seid ihr bescheuert? Mal bunte Sprache. Wenn du ein gutes Kind bist, solltest du sie jetzt eventuell deaktivieren. Du kannst es später ins Spiel oder? Schimpfwortfilterspiel, ja. Mit Blut und Gewalt, ja. Normal schaffen wir auf jeden Fall. Hoffe ich. Normal sollte man schon schaffen. Auf dem Weg in die Hölle. Ihr habt es auf der 360 schon durchgespielt und hatte viel, viel Spaß dabei. Es ist halt wie so ein Cheesy 90s Movie hast du mit vielen markigen Sprüchen, sehr Banane, aber lustig. Da ich gehört habe, dass die Duke Synchro ganz, ganz furchtbar sein soll, lassen wir die weg und spielen das Ganze einfach so. Herzlich willkommen, das ist unser Ganz Piratenschiff. ruhig, ganz ruhig. Ihr versteht das alles total falsch. Hört mir einfach zu. Hier, nimm noch einen Schluck Ray. Das hilft dir beim Bitte, Zielen. Bitte, nein! Ich Hier, will nicht nimm sterben. Meine Knarre. Ich habe das Visier ein Stück nach links verschoben. Viel Spaß. Hör zu, beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt. Okay, was immer ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde wurde nicht so nach schlecht. Dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Nein, hey! Was soll der Scheiß? Ich habe euch alles gesagt! Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Nicht übel! Dieser Wichser! Nicht übel! Ich hab euch alles erzählt! Halt die Klappe! Und der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. Verlasse das Frachtdeck. Oh schön, man kann sich hier weiterhin betrinken. Schauen, ob man so weit bringen, dass es hier auf gar keinem Augenblick spielt. Fantastisch! Was hast denn du in deiner Flasche hier drin? Komm schon, Gray, lass uns gehen! Oh, Schwanzlutscher! Oh oh! Gesagt, du hättest ihn durchsucht. Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Deine Mutter hat's überlebt. Oh. Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Kinken her hat. Wo ist die Peitsche? Ah, die haben wir noch nicht. Okay. Ich muss dir nicht sagen, dass du hier in die Hocke gehen musst, oder? Wäre trotzdem nett. Ein Beweis. Ich muss mal kurz die Steuerung umstellen. So, Tastenlayout. In die Hocke gehen, betreten auf dem rechten Stick.
Skillshot-Datenbank, Waffen wechseln. So, Schuss aufladen. Ich wäre mit Alternativspielen, denke ich. Wir lassen wir dann die Hocke anders. Deiner Fürsorge. Ihr Jungs seid. Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Ja, der Computer ist abgebrannt. Geh zur Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Ichi! Schieß schon! Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen? Hey, wir haben Probleme. Ich mache jetzt den Warpsprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Ui. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein, aber im Lager gibt's noch eine Farbverdünner. Servus, Erik. Wir haben Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort. Oh, nicht Erik. Oh, gute Nacht dann. Du bist schon eine ganze Weile da? Okay. Mir hat's nichts angezeigt, leider. Captain an Deck. Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Die Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ab in ein dunkle Materiefeld. Und sofort verstecken. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir hatten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Bis morgen. Aber das, gut. Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Bukanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Das wird das Schiff eher wenig jucken. Komm schon, Ral. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht. Boah, es ist so hagelig zum Ziel. Haltet die externen Kanonen der Ulysses aus! Ja, wir haben länger als 10 Sekunden geschafft. Ich dachte, wir greifen das mächtige Preisschweinchen der Konföderation an. Ja, komm, wer hat dir nicht drauf? Dann zeig mir doch, was du drauf hast, der Mann. Scheiße! Alle Schiffssysteme in kritischem Zustand. Alle Schiffssysteme in kritischem Zustand. Ishii? Okay, in Ordnung. Oh oh. Wir waren sowieso alle schon tot. Schon seit Jahren. Wir mussten nur noch eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren. General, ich nehm dich.
und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. So viele Schimpfwörter. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wogen. 10 Faden tief. Auf dem Weg zur Hölle. Kamikaze! Was nicht funktioniert hat. So. Einige Jahre zuvor. Weiter geht's. Spaß am Töten haben. Wir sind Soldaten, keine Mörder. Ach komm, vielleicht brauchst du einfach eine etwas mildere Bezeichnung, Ishii. Wie wär's mit Neutralisierungseinheit unfreundlicher Personen? Hör auf zu schubsen, Rell. Ach, ich doch gar nicht. Aber wenn, dann wäre das hier genau der richtige Ort. Neutralisierungseinheit unfreundlicher Personen. Mein Zeichen. 3, 2, 1. Oha. Das war einfach. Serrano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Wann müssen wir weg? Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen. Was machst du da? Was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novak war Reporter und saß gerade an einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Ich sage mir. Halt die Klappe. Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja, ich habe gelogen. Na und? Wen haben wir getötet? Novak. Hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konfession, die ihr so innig liebt. Dass ihr ohne zu fragen euer jämmerlichen Madenleben opfern würdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Ich hab da meine Zweifel dran. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören. Oder ihr seid dran. Ich mach dich kalt.
Hey, Mann, was für ein Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spectre und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaube nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Oh mein Gott! Hey, 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 alles okay, okay. Wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut. Ishii, bleib auf! Mach sie fertig! Wenn, dann gehen wir kämpfen, Donner! Schießt ihr Jungs überhaupt? Kommt mir nicht so vor! Ich muss das gerne umstellen, dass Spectrum bleibt. Boom, boom, peng, peng. Bist du eine Legende? Dich zu töten macht mich berühmt. Ishii! Lauf, Kleine! Nimm den Aufzug! Nach unten und dann zu den Cops! Warum hat er denn einfach erschossen, statt sie eine zu schmeißen? Aber deswegen vertraute ich. Steh auf! Bring deinen Arsch hoch, Boss! Na los! Wir haben Probleme! Schon. Ist das jetzt heute oder damals noch? Steh auf! Ishii kratzt ab, Mann! Er ist total am Arsch! Hast du das gesehen? Fluchtkapseln der Ulysses, ich hab ein paar runterkommen sehen! Scheiß drauf, Mann! Nimm endlich den Kopf aus dem Arsch! Ich brauch hier deine Hilfe! Sofortige Evakuierung der gesamten Besatzung. Ishii hat ihn erwischt, ja. Mein Gott. Ishii. Ishii. Verdammt! Schluss damit. Schnell, bringt ihn auf die Krankenstation. Ich bin der halbe Kopf. Doch, ist er. Geht einfach. Warum teile ich den eigentlich nicht? Es war schließlich ja meine Schuld, dass der junge Mann hier etwas blutet. Das Ding hängt nur noch an einem Faden. Wir lassen Ishii nicht im Stich. Nicht solange es noch eine Chance gibt, ihn zu retten. Okay, okay. Wenn Doc denkt, dass er was tun kann... Du musst das wieder hinkriegen, Doc. Du hast bei unseren Einsätzen so viele Cybertransplantationen durchgeführt. Da muss es doch. Zieh dir doch an, Gray. Die Hälfte seines Körpers ist zerschmettert. Versuch es zumindest. Er würde das gleiche auch für uns tun. Vielleicht könnte ich ja. Aber für die Bioschweißung bräuchte ich eine geladene Fusionszelle. Na, die sind uns schon vor Monaten ausgegangen, Doc. Gott verdammt! Es muss noch einen anderen Weg geben. Die brauchen. Ein paar von ihnen sind runtergekommen. Die nutzen Energiezellen für den Antrieb. So ist es. Komm schon, Rell. Unser Kleiner hat nicht viel Zeit. Halt ihn am Leben. Ich bin gleich zurück. Ganz ehrlich, Häuptling, das war echt eine scheiß Idee. Ich weiß, ich habe uns das alles eingebrockt. Warte, hörst du das? Dieses beschissen laute Gehämmer? Verfluchte Scheiße! Ja. Du bist echt meine persönliche Hasenpfote, Boss. Ich muss es nur mit umstellen. Wer macht sowas? Hier scheint nicht nur die Sonne, sondern ein ganzer Regenbogen mit Glücksklee aus Mars. Halt die Klappe, na los, zum anderen Ausgang. Okay.
Okay, man kann hier auch beschweren. Was wohl, Daddy? Was für eine beschissene Art, den Nachmittag zu verbringen. Komm schon, weiter! Was für ein Absturz, ja, nicht das Paradies ausgesucht, Boss. So hin. Brauche diese Energiequelle. Ishi verblutet. Wir haben Probleme mit ein paar einheimischen Wilden, Doc. Wir killen sie schon so schnell, wie es geht. Mach schneller, du Idiot. Bring den Job zu Ende. Dann sind die lieben schwer zueinander. Da geht sie runter. Ah, die Ulysses. Wir haben den Bastard mit runtergeholt. Toll, da fühlt sich Ishi bestimmt gleich viel besser. Mach deinen Job, leg sie um und zwar schnell. Ja. Sollte sich Ishi besser fühlen? Einer aus Serranos neuem Squad. Der Clown? Lecker. Man rechnet mit einem Boxkampf und dann passiert sowas. Final Echo, die Elite. Die Elite hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, oder? Die Gerüchte sind wahr. Final Echo setzt tatsächlich Peitschen ein. Ich dachte, instinktgedämpfte Waffen sind illegal. Waren sie auch. Probieren wir das Ding mal aus. Verflucht. Ich kann fühlen, wie das Ding mit mir redet. Das freut mich echt für dich. Und jetzt mach dich nützlich und reiß den Deckel von dieser Büchse auf. Verdammt heiß. Schnapp dir eine der Fusionszellen. Ach was, echt? Danke, dass du mich Schwachkopf daran erinnerst, warum wir eigentlich hier draußen sind. Gerne. Vielleicht bin ich doch da, um dich an Dinge zu erinnern. Ein Psychopathen-Smoothie. Noch ist nichts mit Bonuspunkten los. Wie ich auf Peitschen stehe. Der ist mal ganz übel hoch gelandet. So, einmal hier durch. Einmal so. Wir sind schon fast da. Wir sind ja hier, entspann dich. Ishi hat echt Glück, dass ich ihn mag. Es gibt nicht viele, für die ich das hier tun würde. Doc kriegt ihn wieder hin, Rel. Du wirst schon sehen.
Ishi, wir retten dich. Oh, da hat er mich schon Gesicht dran gemacht. Das ging aber fix. Und jetzt raus hier. Ich muss 1 Million Neurotransmitter Bio schweißen, Idioten. Ach, diese gute Laune an Bord. Unfassbar. Prozedur wird durchgeführt. Prozedur wird durchgeführt. Klingt, als wären sie schon fast drin. Beeil dich, Doc. Wir kriegen Besuch. Wir verteidigen dich, Doc. Versprochen. Nein, sie haben doch gehen. Boss, sie kommen durch die Lüftungsschächte. Ishi braucht unsere Hilfe, komm schon. Kommt her, ihr Wichser. Gebt mir was, wofür es sich zu sterben lohnt. Zeigt mal, was ihr drauf habt, ihr verfickten Schwanzlutscher! Oh oh. Das klang nicht sehr gut. Oh nein, jetzt töten sie den nächsten. Er lebt immer noch. Jetzt ist er tot. So viel zu wie retten, Ishi. Die Zeit mit dir hat Spaß gemacht. Schieß mich! Tu es! Zu unserem Freund erledigt. Da kommt Stimmung im Team auf. Hilf. Hilf mir. Bitte. Der Schmerz. Ishi. Gott sei Dank, du lebst. Das ist irrelevant. Bitte, hilf mir, irgendwas geschieht. Er ist fertig, haben wir reparieren. Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Doc musste dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helfe dir. Du willst mir helfen? Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Es tut dir leid? Ishi, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Wir sind auf der Terminator angekommen. Ich werde dich töten, Gray. Kein logischer Grund spricht dagegen. Das ist eine Final Echo Instinktpeitsche. Ja. Ja. Der Kommunikationskanal. Und öffne ihn. Schalt das Mikro ab. Jawohler, alle Final Echo überlebenden Positionen melden. Ishka, hier ist Serrano. Ich bin am Leben, hänge aber auf einem verdammten Hoteldach fest. Jetzt beweg deinen hübschen Arsch. Einheimische sammeln sich hier und ich sitze in der Scheiße. Alle anderen Echo-Überlebenden auf Tracker umschalten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano, die Kakerlake lebt noch. Das ändert die Lage, Ishi. Selbst wenn du diesen Hurensohn nicht umbringen willst, werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die kleine Folgen hier zu Serrano und... Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Ich weiß ja, wie dringend du mir helfen willst. Klar, natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Na, na. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishi. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe... stirbt auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. Vermutlich. Keine Angst, es ist dann die ganze Zeit eskaliert. Die Zelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade,
bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben. Südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Auf der alten Zeit will. Sei vorsichtig. In den Trümmern sind viele Explosionen. Schon klar. Okay. Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist ein bisschen speziell, ne? Was muss ich sagen? Also, für die Intelligenz, die Deckung wegzumachen. Ups. Bleib wachsam. Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Sind die Schmerzen erträglich? Nein, sind sie nicht. Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Das Argument. Ich werde dich hier rausbringen, Ishii. Hast du eine Ahnung, was wir hier vor uns sehen, Ishii? Nein, aber sie stammt von der Konföderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhatte. Nicht nur vorhatte. Drücke jetzt, um Screenshots anzusehen. Pass. Du ein Schuss in den Kopf. Ein Kaktusschleier, eine Metallgegenstand, tritt ein Branding gegen Prisons. Ein Gegner durch eine explosive Umgebung, okay. Noch nicht verfügbar. Mit Patronen ohne den Finger vom Abzug zu nehmen. Beschwöre einen Gegner in die Luft und tritt einen Gegner. Leg dann den erst, bevor er wieder landet. Okay, das geht mal ein. Hals. Kriegen wir alles hin. Boah, das fasse ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Und sie wird gleich eine weitere Gelegenheit bekommen, deine Effizienz zu messen. Wir werden angegriffen. Ah, 1200 Skillpunkte hätten wir. Zwar 1000 haben wir sogar. Also, was ist der Moment? Ja. Okay, kriegen wir ein. Töte den Gegner, den du in den Arsch schießt, kriegen wir ein. Schuss in den Hals, kriegen wir ein. Das kriegen wir alles ins Würdige ergeben. Erledigt. Hallo, servus. Dreh den Gegner. Er schießt ihn dann in die Luft. Das gehen wir hin und den Gegner schießt ihn dann in die Luft. Ah, Schuss, weiter. Okay.
direkt vor uns. Nutzen Konföderationsbestände. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationstruppen. Ich Ehrenmann. Wieso Ehrenmann? Aber ja, bei mir ist alles gut. Wünsch ich dir auch. Von wo denn? Ja, nervt du. Dieser Ort ist mit geringer Strahlung verseucht. Wenn wir uns zu lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Wie in den guten alten Zeiten. Sorry, dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Komisch, verstehe ich gar nicht, warum du so schlecht gelaunt bist. Mit. Gab es hier nicht irgendwo Secret? Scheiße, ist es lange her, dass ich das gespielt habe. Scheiß auf Secrets, das ist Bulletstorm. Wen interessieren schon Secrets? Schnell jetzt im Kitchen damit bei der LT festzumachen. Ich habe den Komplex gescannt. Der einzige Ausweg wird nach unten. Vor uns sind Quartiere in einem Minenkomplex. Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Ach Menno, es hat doch kein Wir Spiel für dir. Eine andere Wahl. Ja, fantastisch! Ich wollte mal einen Hintern schießen. Das ist meine Aufgabe gewesen. Ja. Ishi, du bleibst da. Ich muss ja auf dich aufpassen. Lief doch ganz okay, glaube ich. Denke ich. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Nein, die Konstruktion ist zu perfekt. Das ist keine Unterweltoperation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Bleib wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Ja, neu. Billshot-Datenbank. Töte die Piloten eines fliegenden Gegners, zerstöre einen Geokopter, eine indirekte Explosion, sie entgegen. Okay, das sollte machbar sein. Was haben wir hier stehen? Achso, das sind die Secrets, die wir hätten finden können. Ups. Schuss in den Hals, in A.
10 mit dem geladenen Schuss, ein Kopfschuss. Töte 2 mit einem einzigen geladenen Schuss. Ich lasse sie einrichten. Ja, B. Der einzige Weg. Aufwachen, Grenzebärchen! Der Mann versinkt in seiner Arbeit. Slago, du piss, wenn dran bist. Slago pisst jetzt mit den Engeln, mein Freund. Ich versuche ihm ganz in den Arsch und in den sonstigen Weichteile zu schießen, aber der Computer sagt. Heilige Scheiße! Hier ist genug konföderierte Feuerkraft, um die Alien-Horden auf Warworld zum Glauben zu bekehren. Zerstör alles! Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten, uns zu verfolgen! Ich mag, wie der neues Hirn tickt. Einheimischen scheinen deinen Plan nicht besonders zu mögen. Töte sie alle! Meine Zeit wird knapp. Ich habe fast keine Energie mehr. Nein! Wir haben versagt. Also um genauer zu sein, ich habe versagt. Das tut mir auch sehr leid. Heilige Scheiße. Hier ist genug konföderierte Feuerkraft, um die Alien-Horden auf Warworld zum Glauben zu bekehren. Zerstör alles. Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten, uns zu verfolgen. Ich mag, wie der neues Hirn tickt. Der Witz war beim ersten schon nicht besonders gut. Die Einheimischen scheinen deinen Plan nicht besonders zu mögen. Töte sie alle! Meine Zeit wird knapp. Ich habe fast keine Energie mehr. Kannst du bitte in eine andere Deckung gehen? Nächstes ist das Arm 25 Punkte rausgeholt. Vorsicht, die Freaks haben einen Vulture! Jetzt die Peitsche ein! Bam! Wir kaufen jetzt bloß Ladungen. Andere bringt uns eigentlich nichts. Ein Magazin.
Ein Terminal für Tiefkernbohrungen. Das Ding verwendet Schwerkraftfusionskolben. Da kannst du dich aufladen. Die Absturzstelle der Ulysses ist auf der anderen Seite dieser Stadt. Komm schon, Süßer. Ich hab was für dich, du Genmüllbaby. Ich habe genau das Richtige für ihn. Hier liegt jede Menge Tod in der Luft. Okay, das ging einfach als gedacht. Nein, wir sinken. Noch mehr Fleisch zwischen uns und unserem Ziel. Schön zu sehen, dass dein Humor langsam wieder zurückkommt. Humor war nicht meine Absicht. Du machst mich fertig, Kumpel. Du sagst, Humor sei nicht deine Absicht. Die Art, wie du das gerade gesagt hast, war Kammer die Fuhr, mein Freund. Ja, nicht so übel, das alles. Eine hübsche Aufwärmübung für das, was ich mache, wenn ich diese Final Echo-Schlampe in die Finger bekomme. Final Echo ist nur der Ersatz für uns, Gray. Weitere von Serranos geistlosen Werkzeugen. Deine Wut richtet sich auf die Falschen. So, kann man hier was kaufen? Na, kann ich immer noch nicht. Dann kaufen wir ein Ladungs-Upgrade und kaufen noch ein paar Ladungen. Komm, schau das da noch hoch. So, irgendwo schießt jemand noch um. Patrouille. Da oben ist ein Geschützturm. In Deckung! Grüße an die Hindenburg, wie böse. Es geht mir nicht gut, Gray. Ich spüre, wie ich langsamer werde. Halt durch und überlass die schwere Arbeit mir. Bleib einfach in meiner Nähe. Ding ding! Here we are!
Okay. Skillshot-Datenbank. Noch nicht verfügbar. Nichts Neues hier. Stromquelle wird gemacht. Was gibt's hier noch? Alles. Kopfschuss mit dem Laden. Achso. Aber ich kaufe noch ein paar Ladungen. Kann man immer brauchen. Brauchen wir immer einen Headshot damit. Run away! Ich kann das immer noch ziehen. Meine Headshot jetzt. Da sind wir, Ishii. Essenszeit. Mäh. Checkpoint neu starten. Das ist eine Verschwendung. Nein, das war nicht schon direkt weg. Also, warte mal. Es geht mir nicht gut, Gray. Ich spüre, wie ich langsamer werde. Muss ich das halt durch und bringen. Überlass die schwere Arbeit mir. Bleib einfach in meiner Nähe. Du. Also, hat mir den Ei erledigt. Das war knapp. Genug Ladungen hätten wir. Sind wir, Ishii. Essenszeit. Ich brauche einen Moment. Verdammt. Oh Mann. Mir fehlt ein Zugangsport. Geil, wenn wir rein, halb so wild. Ishii, sprich mit mir. Du hast mir eine scheiß Angst eingejagt. Ich fühle mich schon viel besser. Freut mich, das zu hören. Ich habe die Anlage überladen. Ich prognostiziere eine Explosion innerhalb der Schwerkraft-Kerngeneratoren. Dann prognostiziere ich ein bevorstehendes. Lass uns von hier verschwenden. Gute Antwort. Ist unser Schicksal mal gnädig. Schlachtzug voraus. So. Töte einen Miniboss. Töte einen bitte Miniboss von hinten und schieß ihm dann in den Hintern. Entferne den Helm. Okay.
Zug der Sprengstoff verlässt, erhält dein Arsch! Rutschel me softly. So, das war's auch für den hier. Miniboss. Jetzt her. Er ist vollgewohnt mit kontrollierter Elite-Waffentechnik. Sieht eher aus, als sei er mit Hunderten von Grillhähnchen vollgepumpt. Warum kannst du mich denn anschießen, wo ich vor dir liege? Unser Fall. Unser Fall. Sehr unspektakulär. Hey, Schönheit, komm her. Oh, du hast ja ganz schön Gewicht. Achtung! Die Motoren sind startklar, aber es wird eine Minute dauern. Mit zwei müssen sie nicht so lange warten. Ebenso wenig wie die Fusionsgeneratoren. Easy, da bemannt einer das Schleifrad. Wenn er das schafft. Wir haben bloß ganz minimalen Schaden gemacht. Dieses Ding denn nicht schneller? Versuch du es doch. Gut, sprich du doch mit dem Zug. Lieber Zug, fahr schneller. Komm, der Boss, den ich sehr unnötig fand. Unsere nächste Verabredung ist angekommen. Bist du bereit für den Kampf? Ich werde sie alle töten. Für Doc, für Rel. Schön, dass du wieder da bist, Ishii. Jo, ich werde einfach mal hier durch die Felsen durch. Scheißegal. Lass dich gar nicht vermeiden, dass man ab und an getroffen wird. Manche von denen siehst du erst so spät. Dann heißen wir sie mal herzlich willkommen. Leichte Ruckler sind hier jetzt immer wieder mal drin. Wagen haben wir zerstört. Wenigstens ein Problem. Ah!
Oh Mann, ich bin so langsam. Ich werde alt. Letzter Zug aus Sprengstadt. Das ist ein Zug, der fährt nach Sprengstadt raus. Oh Mann, ich hasse die Sektion, ich mochte die im Originalspiel schon nicht. Helikopter dann, Checkpoint 3. Scheiße. Wir haben einen Torpedo im Nacken. Schieß ihn ab. Torpedo vernichtet. Bitte einfach abstürzen. Verfluchte Scheiße! Schleifrad hängt uns am Arsch! Schieß auf die Tanks! Bring's um Kurs ab! Oh yeah! Erledigt! Ding ist auch alles scheißegal, oder? Da ist es schon wieder! Cool. Bei oben. Bei allen guten Dingen ist er nur 3. Gib uns eine Minute. Defekt! Die Bremsen sind defekt! Ich wünschte, ich hätte es nicht!
Wie immer. Wenn alles schief geht, sind auch noch die Bremsen. Ishi, alles in Ordnung? Ich bin am Leben. Ich wusste nicht, dass meine Arschbacken Knochen haben, die brechen können. Hast du wieder was gelernt? Wir müssen klettern. Das Ding hängt nur noch an einem Arschhaar. Das Brückenkabel. Sieht aus, als wäre es stabil genug. Das werden wir gleich wissen. Reiß. Oh, verdammt! Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten. Irgendeine gute und freundliche Gottheit will wohl, dass wir hier rauskommen. Killshot-Datenbank neu. Habe ich gemacht, hat nicht funktioniert. Habe er versucht, hat auch nicht funktioniert. Pack ein Creep plus Skull Flagrant mit der Peitsche und töte ihn in der Luft. Okay. Sollte immer Creep sein. Ein Tropfen aus Glück in einem Meer von Pech. Na, endlich darf ich wieder laufen. Also er klettert halt doch nicht, oder? Such dir Deckung. Diese Hurensöhne sind echt zäh, das muss man ihnen lassen. Schicksal hat mir ein spektakuläres Geschenk in Form von gewaltigem Glück gemacht. Haupt und Headshot. Hier geht's nicht weiter. Vielleicht führt ihr diese Höhle zu den Klippen. Ich mag deinen Optimismus. Sah nicht aus wie wichtige Träger. Sieh dir an, wie riesig das Ding ist. Wenn du fertig bist, die Umgebung zu bewundern. Ich habe am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden. So, und hier drüber. Schaffst du es zu verhindern, dass dieser Logik-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich in einem endlosen Kampf, um die Gewalt über meinen eigenen Verstand zu behalten. Hey! Versuch's mit Witzen und Sarkasmus. AIs kommen damit nicht klar. Vielleicht hilft dir das ja, am Ruder zu bleiben. LOL 1 funktioniert immer nicht. Oh, wie eklig. Wo ist der AR? Was genau sehen wir hier vor uns? Ich würde sagen, ein Nest. Dann hoffen wir mal, dass sich die Mama irgendwo anders verkrochen hat. Der einzige Weg hier raus führt mitten dadurch. Stinkt das? Scheint mehrere Wege zu gehen. Hier geht's.
geht's nicht weiter. Oh oh. Sag mir, dass du das warst. Dann würde ich lügen. Nimm die Beine in die Hand, wir müssen hier raus. Schnell. Mann, oh Mann, oh Mann. Kratzen wir die Kurve. Was immer dieses Geräusch gemacht hat, sieht sich hoffentlich nicht als Mutter dieser Eier. Okay, was es auch sein mag, es ist sauer und direkt hinter uns. Ich klappe und lauf. Los, los, los. Die lauft doch schon. Schön ist, wenn man sprintet, dreht sich die Kamera von selbst. Also ich muss jetzt eigentlich nichts machen, als nach vorne zu drücken und A zu halten. Los, komm! Komm schon! Eine einfache Reparatur! Oh Mann. Das ist echt ein unglaublicher Angelplatz da unten. Da gibt's bestimmt ein paar fette Brocken. Das wirst du gleich rausfinden. Wir sind zu schwer. Der Motor schmiert ab. Ich will diese Scheiße nicht hören. Direkt hinter uns ist eine riesige Wolke drohender Verdammnis. Das war bloß ein kleiner Dino, also halt. Hey, was im Zugriff entziehen? Schieß! Schon okay. Lass es raus. Mir geht's gut. Das glaube ich nicht. Wer weiß schon, was das Wasser mit deinen Nähten oder dem Androiden. Mir geht's gut. Alles klar. Schalt mal einen Gang runter. In Ordnung. Gehen wir. So, das war First Look Live von Bulletstar. Ja, Signal. Die Final Echo-Soldaten ist in der Nähe. Ihr könnt euch auf ein komplettes Playthrough hier freuen. Ich hab richtig Bock, das Ding durchzuspielen. Und von dem her, wie gesagt, freut euch drauf. Ich denke, wir machen genau hier dann Schluss. So. Wir haben hier einen Haufen Skillshots noch freigeschaltet. Die gucken wir natürlich auch noch an. Schwarm Elektro fliegen. Da hier fehlt uns nur noch genau der eine. Sollte sich alles einrichten lassen. Ja, ich denke, man muss sowohl jetzt zum jetzt viel sagen, das ist schon ein bisschen heraus, mir hat leider die Zeit gefehlt, es tatsächlich zu spielen bisher. Und von dem her. Vielen Dank fürs Gucken. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, hey, Domi. Vielleicht haben sie das gar nicht.